Hallo und willkommen zum Mila Indoor Report hier in Wehleheiden bei der Hessen-Pokalfinale. Neben mir stehen Elena Kiesling und Pamela Blatschek von TG Bad Sohn. Mädels, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ihr habt gerade das Finale gegen TG Wehleheiden gewonnen mit klaren Sieg 3:0. Könnt ihr ein bisschen was zum Spiel erzählen? Die Knackpunkte auch besonders für den Sieg? Ja, ich denke, wir haben das souverän durchgezogen. Aus den Schwächephasen, die wir hatten, haben wir uns ganz schnell wieder befreit. Und ich denke, der Klassenunterschied war im Aufschlag deutlich. Aufschlagannahme, da haben wir einfach ein bisschen besser gespielt als Wehleheiden. Und dadurch haben wir es gewonnen. Ja, ihr habt ja manchmal kamen die Mädels ja ziemlich gut ran. Also es war ja mal sogar Ausgleich. Habt ihr euch ein bisschen hängen lassen und dann seid ihr wieder ins Spiel gekommen. Genau. Ja, wie gesagt, wie Ella schon gesagt hat, die Schwächephasen, die wir halt hatten, haben wir uns direkt wieder rausgezogen mit eigener Disziplin. Und Klassenunterschied, logisch. Und wahrscheinlich sind wir auch im Schnitt einfach noch ein bisschen größer, was dann natürlich im Block auch wieder so ein elementarer Faktor ist. Und ja. Habt ihr das Spiel sehr ernst genommen oder seid ihr einfach ganz locker drauf losgegangen? Wir sind relativ locker drauf losgegangen, aber wir haben es natürlich ernst genommen nach dem ganzen Trubel um den Hessen-Pokal. Und jetzt wollten wir auch einfach mal hessischer Pokalsieger werden und mal gucken, was in der nächsten Runde kommt. Ihr habt ja gestern in Grimma gespielt, habt sogar das erste Mal 2 Sätze gewonnen. Hab dann leider den 5. Satz mit 2 Punkten leider dann abgegeben. Schade. Einfach mal ein paar Worte dazu. Also war ein sehr guter Auftakt in die Saison. Die ersten 2 Sätze waren sehr stark und wir haben auch noch nie 2 Sätze in Grimma gewonnen. Aber wir hätten uns natürlich dafür belohnen müssen und sind am Ende ein bisschen die Kräfte ausgegangen, das muss man schon sagen. Sehr schade, wir hatten es eigentlich verdient. Revanche-Heimspiel, würde ich mal sagen. Ihr seid jetzt neu in die Saison reingestartet. Habt ihr Neuzugänge bekommen oder sogar Abgänge? Wir haben, wie viele Abgänge haben wir? Vier, fünf. Wir hatten ein paar Abgänge. Ja. Wir haben aber auch ziemlich gute Spieler dazu bekommen. Also wir haben 3 Jugendspieler dazu bekommen, die wir jetzt entwickeln wollen. Wir haben im Zuspiel nochmal eine Option dazu bekommen. Und auf der Libero-Position sind wir auch neu besetzt. Also ich denke, wir waren letztes Jahr eine extrem starke Mannschaft und wir werden dieses Jahr auch wieder extrem stark sein. Eure Hauptzuspielerin hat ja heute gefehlt, die Katharina Kutschbach. Verletzt, aber ich habe irgendwie mitbekommen, die ist auf ein Oktoberfest, glaube ich, oder? Also Katha ist halt heute persönlich verhindert. Es war aber vor der Saison klar und da wir jetzt so viele Zuspieloptionen haben, ist es auch gar kein Problem. Also die Kadi, die ist ja jetzt neu bei uns und die hat es super gemacht, wie man heute gesehen hat und gestern auch top gespielt. Also da sieht man auch die Erfahrung und... Was sind so eure persönlichen Ziele jetzt für die Saison? Da anknüpfen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Noch ein bisschen schneller spielen, noch ein bisschen variabler spielen und einfach, ich denke, in Bad Soden guten Volleyball bieten. Ich bin immer für kreativen Volleyball und das wollen wir eine Saison lang durchziehen und mal gucken, wo wir am Ende landen. Ihr habt ja, glaube ich, letzte Saison knapp den 3. Platz verpasst oder täusche ich mich da jetzt? Nee, das stimmt schon. Also gegen Ende hat man dann auch gemerkt, da sind dann auch die Kräfte ein bisschen ausgegangen. Gerade das letzte Spiel in Offenburg war nochmal ein super Spiel. War top, hätten wir auch gewinnen können, haben wir jetzt leider verloren. Aber ist dann auch schwierig, wenn es um nichts mehr geht im Endeffekt. Also Aufstieg ist ja in Bad Soden nie ein Thema, können wir auch gar nicht. Und von daher ist dann auch immer schwierig, sich dann noch zu motivieren. Und Offenburg hat stark gespielt, war ein super letztes Spiel, aber hat halt nicht mehr gereicht. Ihr wart ja gestern noch in Grimma und dann seid ihr noch nachts hierher gefahren. Alles ein bisschen stressig gewesen oder hat man sich davon schnell erholt im Hotel? Ja, also die Fahrt war schon stressig. Das sind einfach 4,5 Stunden nach Grimma hin und dann Spiel und sofort wieder abends zurück. Und eine Nacht im Hotel ist zwar schön, aber man hat heute im Spiel, glaube ich, schon gemerkt, dass uns 5 Sätze in den Knochen gesteckt haben. Und die Leute sind halt auch alle voll berufstätig. Das ist nicht so einfach wegzustecken. Ich denke, dafür haben wir es gut gemeistert. Die nächsten Spiele werden gegen sein? Am Wochenende, am Sonntag spielen wir zu Hause, da haben wir Heimspiel. Zuschauer gerne willkommen gegen Erfurt. Mit Erfurt haben wir noch eine kleine Rechnung offen, war die einzige Mannschaft, die wir letztes Jahr in der Saison halt nicht schlagen konnten. Von daher kann man sich natürlich auf ein spannendes Spiel freuen. Zumal Erfurt jetzt auch nicht so super in die Saison gestartet ist und wir eben mit Grimma oder in Grimma gezeigt haben, dass wir echt super fit sind und auch mit guten Mannschaften mithalten können und wollen natürlich da gegen Erfurt 2 Punkte holen. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und noch viel Spaß beim Feiern. Und dann sehen wir uns nächste Woche dann in Bad Soden beim Heimspiel. Ich bedanke mich. Ciao.